Ja, hallo Freunde, heute wirklich nur ganz kurz gezeigt, wie ihr euren Netzwerktyp ändern könnt, ja, unter Windows 8 oder Windows 10. Das kann man natürlich im Nachhinein ändern, wie man möchte, ja, auch nach der Installation. Was ich damit meine, ist genau das hier, ja, der Netzwerktyp hier, das ist jetzt bei mir zum Beispiel privates Netzwerk jetzt. Wenn man zu Hause ist beispielsweise, wenn man aber im öffentlichen Netzwerk unterwegs ist, dann sollte hier öffentliches Netzwerk stehen, ja, beziehungsweise sollten wir das umstellen. Es geht einfach um die, ja, Windows-Sicherheitseinstellungen, ja, wenn wir ja in öffentlichen Netzwerken unterwegs sind, da werden einfach ein paar Netzwerkdienste einfach geblockt, ja. Netzwerkdienste, die ja unsicher sind halt. Genau, das geht wirklich recht einfach. Da gibt es natürlich mehrere Wege, ja. Ich werde euch hier einmal, man kann das auch über den Gruppeneditor machen. Wir können über diese Security Policy hier direkt aufrufen. Ja, das sieht hier so aus und hier kann man unter Sicherheitseinstellungen, genau, hier Netzwerklisten, denke ich, Manager, genau, einfach hier markieren auf der linken Seite und hier auf der rechten Seite Netzwerk. Einfach doppelklicken, ja, und hier kann man unter Netzwerk Adresse einfach den Ort hier, ja, kann man öffentlich, privat umstellen, wie man möchte, übernehmen und mit OK bestätigen. Oder aber ein Weg, der noch einfacher ist, ja, dieses Security Policy oder den Gruppeneditor, den gibt es bei Windows Home, glaube ich, ist das nicht dabei, ja, oder Premium. Deswegen zeige ich euch einen anderen Weg noch, wenn wir jetzt hier einfach auf unserem Netzwerkzeichen hier unten rechts ja, einmal draufklicken. Und dann hier Netzwerkeinstellungen aufrufen. Hier, ja, genau, haben wir Ethernet und dann auf der rechten Seite hier einfach unsere Netzwerkverbindung hier anklicken und schon sind wir an der richtigen Stelle. Hier einfach den Button hier aus, ja, einfach umstellen. Und wenn jetzt aus ist, dann ist das jetzt ein öffentliches Netzwerk, denke ich, schon gestellt schon. Wir können das schnell überprüfen hier. So, genau. Man sieht hier schon, ja, ist das auf öffentlichen Netzwerk umgestellt. Jetzt sind die, ja, Netzwerkdienste wie Druckerfreigabe und so weiter, gesperrt. Wenn wir wieder, ja, zu Hause sind, meinetwegen, dann können wir das wieder umstellen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner hier. Ethernet, Internetverbindung und einfach einschalten. Genau, und schon sind wir wieder, ja, in ein privates Netzwerk sozusagen, ja. Das war's ja auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.